Ja, hallöchen, ne? Heinz, Heinz. Heinz. Sind unterwegs. Ja, und wieder ein Hallo in die Runde. Lange nach der Wirtschaftshilfe in Gera, für mich heute die dritte Station. Jetzt werde ich einfach mal die Kollegen überfallen und schau mir mal an, wie es beim MDR gemacht wird. Kommt einfach mit. Also, da wollen wir doch mal. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Heinz unterwegs. Heute Tag der offenen Tür. Wir beteiligen uns an der langen Nacht der Wirtschaftslöwen sozusagen. Ja, ja. Warum? Warum? Weil wir auch ein Wirtschaftslöwe sind. Weil ihr auch ein Wirtschaftslöwe seid. Ja, weil ein kleiner. Ihr einfach euren Zuschauern mal zeigt, wie funktioniert es. Genau, wir wollen denen zeigen, wie wird Radio gemacht, wie wird Fernsehen gemacht, wie werden Nachrichten eingesprochen, wie werden die Webseiten gemacht. Wir haben die technische Hotline dabei, kann man sich informieren über Empfangsmöglichkeiten und so weiter. Über DVB-T, über Radioempfang, Fernsehempfang. Hier haben wir Infomaterial über den MDR. Genau. Dann werden wir mal schauen, wie es die MDR-Leute machen. Kommt einfach mit, lasst euch überraschen. Oh, ja. Seht ihr, und so sieht das dann aus, wenn ich grüße. Hallo. Seht ihr, das sind so die Kameras, wenn der MDR unterwegs ist. Was ist das Besondere an so einer Kamera? Warum sind die so groß, sage ich dann immer. Also die Frage wurde heute mehrfach gestellt. Mhm. Natürlich, der erste Punkt, wir sind damit cool, weil wir eine große Kamera haben. Mhm. Nein, letztendlich, wenn man sich die Kamera einfach mal anschaut, ganz anderes Objektiv. Mhm. Damit, wir sind lichtstärker sozusagen. Wir können auch mehr damit machen und das ist eigentlich ein ganz ausschlaggebender Punkt. Leute, das ist was ganz Besonderes. Normalerweise kriegt man die Kamera, Leute, eigentlich gar nicht vor die Kamera. Aber heute musst du. Du hast mich ja jetzt gerade... Überfallen. Trotzdem, Dankeschön. Gerne. Ich guck mal so rum. Wo gibt es was Besonderes? Was muss ich mir unbedingt anschauen? Wo sind eure Redakteure? Unsere Redakteure sind natürlich alle Essen, wie immer, klar. Du kennst das. Nein, wir haben hier die Schnittplätze geöffnet. Du kannst dir hier das anschauen. Wir haben hier hinten ein Studio und drüben der MDR zeigt, wie man das Programm gestaltet. Das gucken wir uns jetzt mal an. Und dann habe ich die Stimmen jetzt endlich gefunden im Thüringen-Journal. Ihr seht es ja, ihr hört es ja immer. Und ich weiß ja auch, wie sie aussehen. Marian, ich grüße dich. Kathleen, ich grüße dich. Hallo. Ja, das sind die beiden, die in Ostthüringen rumstürzen und richtig coole Beiträge machen. Ich sage immer, für mich ist Thüringen-Journal Pflicht, wenn ich mal unterwegs bin. Und das ist oft, aber es gibt ja eine Mediathek. Marian, wo hast du deine Ideen her? Wie kommst du auf deine Beiträge? Also wie ich es mache, weiß ich. Jetzt wollte ich mal wissen, wie ihr es macht. Also einmal kriege ich manchmal Anrufe von Heinz, der sagt, da ist was, das gehört mit dazu. Und das ist eigentlich das Typische. Es kommen viele, viele Themen deshalb rein, weil wir als Korrespondenten zum Glück ja schon längere Zeit in der Region leben und Kontakte haben und die Menschen auch wissen, an wen sie sich wenden können. Und dann kommen sie und sagen, ey, da müsst ihr mal drüber was berichten. Ansonsten gibt es Zeitungen, ansonsten gibt es ganz normale Recherche. Man muss ab und zu auch mal aus dem Bett raus und ins Leben rein und dann findet man auch die Themen, sie liegen auf der Straße. Also ich bin ja nun absoluter Laie und das sind Profis. Marian, was hast du gelernt? Wie kommt man zum MDR? Das ist doch eine Entwicklung gewesen über Jahre. Du machst das ja schon, da war ich wahrscheinlich noch im Kindergarten. Weiß ich nicht, wann du in den Kindergarten gegangen bist. Also richtig ist, ja, ich habe mein Abitur gemacht zu DDR-Zeiten und dann wollte ich Journalistik studieren. Und da musste man damals das Volontariat vor dem Studium machen, heute ist es genau umgekehrt. Dann habe ich ein Volontariat gemacht in Adlershof beim DDR-Fernsehen. Dann bin ich in den Bezirk Schwerin gegangen, habe dort als Korrespondent gearbeitet. Dann bin ich mal eine kurze Zeit gefragt worden, ob ich nicht mal Aushilfe machen könnte. Die Aushilfe wurde dann 3 Jahre lang, es war aber sehr schön, es war in Prag. Und dann bin ich wieder nach Schwerin und dann war ich in Schwerin und dann kam die Wende. Und mit der Wende war klar, jetzt können wir endlich das machen, was wir schon immer wollten, nämlich ein regionales Fernsehen entwickeln. Das gab es ja vorneweg nicht. Und dann hat der Deutsche Fernsehfunk uns die Möglichkeit gegeben, das zu entwickeln. Und ich hatte Glück, dass ich in die alten heimatlichen Gefilde wieder so, ich bin eigentlich Leipziger, also ist das gar nicht so weit weg hier, zurückkehren konnte. Und dann haben wir hier angefangen, Fernsehen zu entwickeln, regionales Fernsehen für Thüringen. Beim DFF.
Und das war aber klar, dass der abgewickelt wird und danach der MDR stattdessen das Programm übernehmen wird. Das ist der lange Weg, von dem du gesprochen hast. Hm. Kannst du noch? Kannst du noch? Ja, du sprichst mehr wie ich, Marian, und das ist was ganz Besonderes. Ich kann noch länger. Ja, du kannst noch länger. Aber ich wollte auch unserer Dame, Kathleen, ach, ich grüße dich. Ich weiß, das letzte Mal habe ich dich interviewt, da warst du noch im Krankenhaus. Da warst du noch in der Marketingabteilung im Krankenhaus und jetzt wieder beim MDR. Wie kommt's? Die Wege ändern sich. Ja. Das Leben ist verschlungen und verändert sich. Und das Leben ist Veränderung, das macht Spaß so. Alles ist gut, wie es ist. Du hast aber vorher schon mal beim MDR gearbeitet. Ich habe beim MDR gearbeitet, genau. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich dachte mir, ach komm, ich probiere einfach mal was Neues aus. Das habe ich getan. Aber man geht immer wieder zurück zu seiner Familie. Und das ist meine Familie hier, meine zweite Familie. Kathleen, ich renne ja nun manchmal planlos rum. Meine Frau, was ja meine Kamerafrau fragt, die sagt, was machen wir heute? Ich sage, ich werde mal ja sehen. Wie ist das bei euch? Bereitet ihr euch vor? Habt ihr die Texte vorher fertig? Oder entwickelt sich das erst beim Dreh? Nee, das meistens, also die Texte vorher fertig sind eigentlich nie. Nee, das, man weiß ja gar nicht, was kommt, ne? Was passiert, wie die Leute drauf sind, die man da interviewt und so weiter. Das entwickelt sich beim Dreh und manchmal ist es tatsächlich auch so, kennst du vielleicht auch, manchmal denkt man, ach Mensch, wie formuliere ich es jetzt oder so, oder was sage ich zum Schluss noch so. Also es ist nicht immer ganz einfach, aber wir kriegen es eigentlich immer ganz gut hin, denke ich, ja. Jetzt habt ihr natürlich einen Nachteil. Ihr habt manchmal 30 Sekunden, ihr habt manchmal 1,30, maximal mal 2,30. Das ist ja schon was richtiges Tolles. Wie macht ihr das auf 2,30? Ich brauche da manchmal 30 Minuten und sage, oh, das möchte ich nicht wegschneiden und das möchte ich nicht wegschneiden. Ja. Wie macht man sowas? Es gibt so eine englische Weisheit, der ist kill your darlings, also ja, töte deine Lieblinge. Also bricht es runter auf das, was wirklich wichtig ist. Das ist natürlich nicht einfach. Und mir fällt es, ich würde auch manchmal lieber 4-5 Minuten machen zu manchen Themen, wo es einfach richtig Spaß macht und schön ist. Aber ich habe die Vorgabe, manchmal auch ganz gut, dass man da gezwungen wird. Ne? Würde dir vielleicht auch mal ganz gut tun, so manchmal. Ja gut, aber wenn ich jetzt unterwegs bin, dann sagen sie, boah, das MDR war den ganzen Tag und dann haben die 2,30 gebracht. Na, man muss es einfach immer auch erklären. Ihr habt einfach nicht mehr Zeit. Wir haben das Thüringen-Journalist 30 Minuten lang und wir berichten aus Südost-, Nord- und Mittelthüringen. Habe ich alle, ja genau. Ja, und da will natürlich jeder seine Berechtigung haben und dann kann nicht jeder endlos Minuten haben. Da wird halt, muss halt leider vorher festgelegt werden. Beziehungsweise nicht vorher, sondern nach Themenlage, nach Relevanz. Ne? Wie ist das jetzt? Manches kommt im Thüringen-Journal und kommt dann 19:30 nochmal bei MDR aktuell. Wisst ihr das vorher oder sagen dann die in Leipzig, oh, das ist ein cooles Thema, das nehmen wir noch mit in die Hauptsendung, Hauptnachrichtssendung? Die Kollegen sprechen das dann natürlich schon mit uns ab, ja. Genau. Was war so heute die meistgestellte Frage an euch beiden? Ach, das ist ganz verschieden gewesen. Ich war ja erstmal überhaupt glücklich darüber, dass so viele neugierige Menschen hergekommen sind. Wir haben wirklich ein volles Haus gehabt. Damit haben wir vielleicht gar nicht mal so sehr gerechnet gehabt. Das ist schön. Die Fragen sind natürlich, gerade da drüben im Fernsehstudio, wie funktioniert denn das, wie geht denn das? Manche wollten gerne mal in die Sprecherkabine gehen und wollten das mal ausprobieren. Mhm. Wir haben richtige Talente dabei entdeckt, die gut sprechen können. Wir haben im Radiostudio erlebt, dass die Leute ganz neugierig sind und wissen wollten, was da gemacht wird und dann ganz erschrocken sind, wenn sie wahrnehmen, ach ja, die armen Menschen, die müssen ja da schon 5.30 Uhr früh fit sein. Und wir haben auch aus Erfurt eine Kollegin da von der Online-Redaktion, die den Leuten gezeigt hat, wie unsere Webseite gestaltet wird. Da gebe ich ganz ehrlich zu, hätte ich nie gedacht, dass sich da so viele Leute dafür interessieren. Das merke ich auch, wenn ich unterwegs bin. Fernsehen ist eigentlich interessant machen und vor allen Dingen ist es auch interessant, wie es gemacht wird. Vielleicht sollten wir das jetzt, was heute ist, viel öfters mal machen. Unsere Zuschauer einfach reinholen und zeigen, wie funktioniert und auch einige Sachen erklären. Dann kommen solche Sachen nicht. Ihr wart den ganzen Tag da und habt 2,30 gebracht und das ist richtig gut schon. Aber die Frage, die ist heute auch oft gestellt worden, die kann man auch erklären und kann sagen, warum der Aufwand so hoch ist. Du kennst das selber, dir muss man es nicht erklären. Und die Frage, warum wir dann nicht immer gleich eine halbe Stunde senden, naja, das ist schon klar. Viele wünschen sich, dass mehr aus der Region gesendet wird. Aber wie gesagt, das Programm ist nicht unendlich. Und deshalb ist es ja vielleicht auch ganz gut, dass du uns da ab und zu mal die andere Front abnimmst und dort ausführlich berichtest. Ja, ich mache es ja auch gern. Hier schneide ich auch nichts weg. Noch eine Frage, auch für die Zuschauer. Wenn ich ein richtiges geiles Thema habe, wie zeitig muss ich denn bei euch was Bescheid sagen, dass man auch eine Chance hat, dann ins Thüringen-Journal zu kommen? Also von heute auf morgen geht es gar nicht. Doch? Ja. Doch? Doch. Doch, aber dann muss aber richtig was passieren, oder? Naja, nein. Sagen wir mal so,
Die 30 Minuten, die das ganze Land abbilden, die müssen natürlich geplant werden. Das passiert immer eine Woche im Voraus. Das heißt, alles, was da gesetzt ist, ist dann im Programm gesetzt. Aber das ist nicht unveränderlich. Wenn jetzt ein aktuelles Thema kommt oder ein ganz heißer Brenner oder irgendetwas, wo die Bevölkerung plötzlich darüber diskutiert, dann muss man den Plan noch mal ändern können. Das passiert auch. Und dann ist immer die Frage, wenn es eine kurze Filmnachricht ist, damit ein Ereignis abgebildet ist, ist das manchmal ja auch schon viel wert. Und die werden von Tag zu Tag geplant. Also da kannst du auch noch kommen und sagen, morgen haben wir was. Alles klar. Also jetzt wisst ihr, wie es funktioniert. Ich habe mir die Zeit. Ich schneide auch hier nichts weg. Das, jetzt wisst ihr ja. Manchmal sagen nämlich auch, ich darf einmal Kollegen sagen, Mensch, hast du wieder 30 Minuten gemacht? Ich kann es ja auch. Also danke, dass ich euch hier mal so richtig löchern durfte. Wir haben ja sonst immer gar keine Zeit dafür. Und ihr habt ja auch immer Angst vor der Kamera, weil ihr steht ja immer hinter der Kamera. Das kennst du ja wohl ja, auch. Ja, das, aber ja, schön, dass du da warst und ja, dass du uns ja, die Fragen genau. gestellt hast. Alles klar. Ich schau mal noch ein bisschen rum. Dankeschön, ihr zwei. Schönen Danke. Abend. Jo, tschüss. Jetzt hat mir doch ein Vögelchen gezwitschert, dass auch der Chef vom Thüringen-Journal heute mal hier ist, der ja sonst in Erfurt sitzt. Den werden wir jetzt einfach mal überfallen nochmal. Hallo, ich grüße dich, ich bin der Heinz. Hallo. Ich bin der Carsten. Carsten, sag mal, wie sieht's aus? Was kostet ein Thüringen-Journal? Haben wir gerade geguckt. Im doch. Schnitt, wie viel waren es? 34.000 Euro. Steht bei uns, kann jeder nachlesen im Internet. Also auf eurer Homepage? Kosten. Auf unserer Homepage, genau. Wie sieht es aus mit Einschaltquoten bei euch im Thüringen-Journal zum Sachsenspiegel und zum Sachsen-Anhalt? Also wir haben in den letzten Jahren haben wir die Kollegen knapp geschlagen. Mhm. Wir waren in den letzten Jahren die mit den meisten Zuschauern von der Quote her. Wir haben letztes Jahr 23,1% gehabt im Schnitt. Also ich meine, das ist über ein Fünftel. Der Thüringer gucken Abend 19 Uhr Thüringen-Journal. Ist ja auch die beste Sendung. Danke. Bitte. Jo, ja. Freut mich. Und wie sieht das aus? Gibt es so den Kampf zwischen den einzelnen Redaktionen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen? Sagt man, oh, wir sind besser? Gibt's da? Ihr trefft euch ja sicherlich auch im MDR als die Dach, das Dach naja. Da oben. Also einen Kampf gibt es nicht, weil wir sind dahingehend sind wir ja keine wirklichen Konkurrenten, weil ich sag mal, jeder hat ja sein Sendegebiet. Ich kann in Thüringen, kann ich Thüringen gucken, in Sachsen schaue ich Sachsen. Ich kann auch hier natürlich den Sachsenspiegel anschauen. Aber dadurch, dass wir parallel ausgestrahlt werden, gibt es eigentlich nicht den großen Kampf oder sowas, weil ich sag mal, warum soll ich jetzt oder warum soll der Dresdner den das Thüringen-Journal gucken? Der guckt, was in Dresden los ist und will nicht unbedingt wissen, was in Erfurt los ist. Dafür gibt es ja dann wieder MDR aktuell um 19.30 Uhr. Da kommt es dann aus allen drei Ländern, da liefern wir zu, so wie die Sachsen, so wie die Sachsen-Anhalter. Aber natürlich freut man sich, wenn man die Nase ein bisschen vorn hat und dann tauscht man sich auch aus, was macht ihr, was machen die anderen. Und ja, im Moment... Letzte Frage von mir. Mhm. Wie sind so die Kollegen in Gera? Was sagt so der Erfurter? Wie machen Sie hier im Studio in Gera? Was machen Sie von der Arbeit? Die machen eine sehr gute Arbeit. Hätte ich jetzt nicht anders erwartet? Ja, aber erstens, ich möchte ja hier... Ja, das kann man, gut. Aber nein. Es hört ja keiner. Nein. Ach, das hört keiner. Ja, jetzt hört es keiner. Die machen eine hervorragende Arbeit. Aber ich muss mal sagen, in allen Regionalstudios, wir haben ja neun Regionalstudios, Regionalbüros, Regionalstudios bei MDR Thüringen. Hier in Gera ist das Größte, muss ich sagen, das Bestausgestattetste, weil wir haben ja hier die Fernsehfirma noch mit, wo man live schalten kann, wo wir heute auch eine Live-Schalter hatten ins Thüringen-Journal. Und die Kolleginnen und Kollegen machen hier einen super Job und ich hoffe, das machen sie noch lange. Alles klar, Dankeschön. Jo. Tschüss. Tschüss. Ja, meine zweite Station heute Abend, so viel Zeit habe ich ja nicht, bei den Wirtschaftshilfen mal nachzuschauen, hier beim Vogtlandradio. Ich will mal gucken, ob ich da jemand erwische. So, jetzt machen wir mal so einen richtigen Überfall. Mal schauen, wen nehmen wir uns mal hier? Wen nehmen wir mal hier hinten? Der will sich wahrscheinlich gerade einen Kaffee holen. Aber da erwische ich ihn doch. Ach, da ist er doch. Ja, der Heinz. Ja, Heinz ist da. Servus, ich grüße dich. Guten Abend. Sag mal, Vogtlandradio wird hier in dieser kleinen Hütte gemacht. Nicht alles. Aber die Beiträge aus Ostthüringen, die kommen natürlich von hier. Also wir kennen uns ja von außerhalb. Also wir laufen uns öfters mal natürlich bei Terminen über den Weg. Und da kennst du mich auch mit meinem gelben Vogtlandradio-Mikrofon. Genau, so ist das. Und dort sammle ich meine O-Töne ein. Hier mache ich die Beiträge fertig. Und hier wird das Ganze dann auch komplett fertig gemacht und nach Plauen geschickt in unser Funkhaus. Dort sind die Kollegen
direkt am Sendepult und von da aus wird live gesendet und da fahren dann meine Beiträge binnen 2 Minuten gern mal ab. Gibt es so, wenn du aus Gera berichtest oder so die Ecke, das Vogtlandradio ist ja nun schon ganz schön viel, Blauen und Vogtland. Jetzt ist das Gera dazugekommen, so lange seid ihr ja noch gar nicht, sendet ihr ja gar nicht hier aus Gera. Gibt es das so, na, ich habe einen guten Beitrag in Gera, ich möchte, dass das kommt? Oder wie läuft das? Ja, na klar. Wir haben unsere Redaktionskonferenz jeden Tag. Das kennt man ja so in der Medienbranche. Aber fährst du nicht nach Plauen? Ich fahre da nicht nach Plauen. Das machen wir ganz klassisch am Telefon oder über den Rechner. Wir können uns E-Mails schreiben oder wenn ich unterwegs bin, dann rufe ich übers Handy einfach in der Redaktion an und sage, Leute, wie sieht es denn aus bei euch? Ich habe hier das und das. Trifft das jetzt eigentlich für unser sächsisches Gebiet auch zu? Oder es wird einfach gefragt, wie sieht es denn aus? Zum Beispiel, was ist denn mit den Radwegen gerade los? Kannst du da in Ostthüringen einfach mal fragen, wie es aussieht? Irgendwo zwischen Gera, Altenburg und Schmölln ist da irgendwas am Laufen, am Machen. Und dann schaue ich mir das an, gucke mir das an, sehe zu, dass ich dazu ein Interview bekomme und kann dann mit meinen O-Tönen einen passenden Beitrag dazu machen. Und dann haben wir unser komplettes Sendegebiet eben schön abgebildet. Da hinten, das ist dein Platz, da hinten. Ja, geh mal, hock dich da einfach mal hin, hock dich da, damit wir das mal sehen. Und nimm deinen gelben Knüppel, also ich weiß, deiner ist gelb, siehst du, meiner ist schwarz. Und mit dem bist du dann hier praktisch unterwegs und holst die O-Töne und dann guckst du, das ist ein geiles Thema, das mache ich. Genau so sieht es aus. Ja. Und dazu kommen eben auch noch, wie gesagt, die Vorschläge von den Kollegen. Also ich kann ja nicht alles alleine machen. Das ist richtig. Gottes Willen. Wir sind Redaktion, wir sind ein Team, wir arbeiten im Team und so genau muss das laufen. Ich finde es zumindest cool, dass ihr jetzt so viel hier auch in Ostthüringen unterwegs seid, das Vogtlandradio. Heute richtig die Bude voll gehabt? Auf jeden Fall. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele Leute sich dafür interessieren und dass die auch so gespannt zuhören, weil ehrlich gesagt, unser Büro ist nicht besonders groß. Der Kollege sitzt hier vom Marketing, ich bin hier in der Redaktionsarbeit und dann sagen auch viele Menschen, ihr seid ja nie da. Natürlich sind wir nicht da. Na, weil ihr unterwegs seid. Genau. Ich bin unterwegs, ich hole die Beiträge. Das ist aber mein Name unterwegs, gell? Wollen wir festhalten. Also. Das ist meiner. Das stimmt. Also, du bist unterwegs, ich bin Uwe. Ja, alles klar. Uwe, danke, dass du uns den kurzen Einblick hier geben kannst. Ich finde es cool, und weiter so. Danke, gleichfalls. Tschüssi, mach's gut.